Moin, moin, liebe Leute. Wir sind wieder da bei Zelda. Dem ersten. Ganz, fällt überhaupt nicht auf. ja. Und wir haben aufgehört, ja, wir haben halt aufgehört, ne? Wir haben aufgehört, das kann man so stehen lassen. Und, wo und wie, weiß ich nicht mehr, weil das ist schon wieder 2 Tage her. Und ich bin ja ein Alzheimer-Patient, das ist ja bekannt. Deswegen muss ich jetzt gerade wieder... Zelda heißt das Spiel, gut. Und das reicht ja eigentlich schon. Ich weiß, was ich machen wollte. Oh, verdammt. Ich weiß, was ich machen wollte. Und zwar wollte ich herausfinden, wie man am schnellsten stirbt. Und es geht so. Nee, ich wollte herausfinden, wie man dieses dämliche Wegekreuzrätsel rausfindet. Weil man da scheinbar in einer bestimmten Kombinationen oben, unten, links gehen muss. Und die wollte ich jetzt rausfinden, um zu sehen, was dann passiert. Vielleicht komme ich ja in einen neuen Dungeon. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob ich das hinbekomme. Deswegen werde ich das jetzt erstmal on-screen versuchen. Und wenn das einfach jetzt zu dämlich, zäh und langweilig wird, dann werde ich das Ganze off-screen weiter versuchen. Weil, ja, das dauert halt. So, oh Gott! Und ich habe mir, Schande über mein Haupt, ein Angry Video Game Nerd Video angeschaut, in dem er ausgerechnet sagt, wie diese Kombination geht. Aber da ich schon erwähnt habe, dass mein Alzheimer äußerst stark ist, habe ich das auch schon wieder vergessen, wie man sieht. Denn ist, ja, er hat halt gesagt, wie es funktioniert. Und ich dachte in dem Moment, och nö, jetzt hast du dich gespoilert, ohne dass du es wusstest. Aber, wie man sieht, ging alles glimpflich aus, denn ich habe es vergessen. Scheiße. Naja, okay. Ich meine, er hätte irgendwas gesagt mit hoch, runter, links oder so irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Ich probiere das jetzt mit hoch, runter, links. War das hoch, runter, links? Keine Ahnung. Jetzt probiere ich es mit runter, hoch, links. Und runter, runter, links. Und da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Das ist halt das Problem jetzt. Das ist wohl, ich weiß nicht, ob es nochmal so eine zähe Stelle gibt, bei der man so lang im Prinzip eigentlich nur rumprobieren muss. Eigentlich besteht das ganze Spiel daraus, weswegen es echt nicht leicht ist, das zu let's playen. Wie unterhalte ich euch jetzt in dem Moment? Oh, verdammt! Wie unterhalte ich euch denn jetzt in dem Moment, wo so spannende Sachen passieren wie er geht links am Baum vorbei, er geht rechts am Baum vorbei. Nein, doch! Oh. Hm. Ja, ist nö. Ja, nö. Wollte ich sagen. Ich gehe einmal hoch. Ich gehe einmal runter. Vielleicht muss ich auch ganz runter gehen. Ich gehe mal so runter. Jetzt gehe ich nochmal hoch. Und nochmal ganz hoch. Und jetzt links. Vielleicht macht das einen Unterschied. Nein, macht das nicht! Okay, dann werde ich das doch nochmal verschieben und noch ein bisschen die Welt absuchen. Weil ich habe mich gerade spontan dazu entschieden, dass ich das auch jetzt nicht offscreen machen will. Denn dafür nehme ich ja jetzt gerade auf, dass ich nicht offscreen mache. Von daher ist das ein bisschen blöd. Auch das ist jetzt übrigens auch ein bisschen blöd, weil wie komme ich jetzt... Ja, ich komme nicht an ihm vorbei, ohne Schaden zu nehmen. Und ich bin schon wieder fast im Eimer, obwohl ich noch nichts geschafft habe, außer ein bisschen auf dem Wegekreuz rumzuirren. Oh, ich laufe noch rein. So, und hier war gar nichts, ne? Hier war ein Händler oder so. Ach, da war die Tante, die Geld will und der ich kein Geld geben will, weil die will zu viel Geld und das sehe ich nicht ein. Obwohl die vielleicht eventuell so nett wäre und mir sagen könnte... Also das sagt sie mir bestimmt nicht, aber sie könnte mir vielleicht sagen, wie ich durch das Wegekreuz komme. Denn es soll dann wohl... Wie gesagt, ich spiele das Ding ja völlig blind. Ach, hier komme ich da raus. Oh, das war blöd. Oh, das erste Mal starb ich, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Game over. Nee, ich starb nicht das erste Mal. Also, ja, ich gehe halt komplett blind wirklich an das Spiel ran. Deswegen weiß ich überhaupt gar nicht, ob es Hinweise gibt. Es gibt wohl, soweit ich gehört habe... Hinweise im Handbuch, so. Aber ich habe das Handbuch natürlich nicht, weil ich spiele es auf einem Emulator, vielleicht als PDF-Datei oder so. Das heißt, ich habe halt trotzdem keine Ahnung, ob es... Vielleicht gibt es in-game auch Hinweise, kein Plan.
man muss halt einfach dazu sagen, für Leute, die das jetzt sehen und das absolut nicht nachvollziehen können, wie man denn so ein Spiel programmieren kann, wenn kein Schwein weiß, was man machen muss. Boah, das ist ja einfach eine andere Zeit gewesen. Da gab es viele Spielezeitschriften, wie zum Beispiel Nintendo Power. Ihr merkt, ich habe Angry Video Game geschaut. Und da standen halt einfach auch Sachen drin. Also da wurde dann halt das Spiel einfach erklärt. Man kann es eigentlich eine Komplettlösung nennen. Es ist im Prinzip lame, das zu benutzen, sagen wir es mal so, weil dann geht der Entdeckerdrang ja flöten. Aber teilweise war es auch einfach nicht mehr anders zu lösen. Oh! Also war es schon, irgendwer muss es ja rausgefunden haben. Aber so wurden halt Spiele damals gehandhabt. Da war es nicht so wichtig, dass es im Spiel ersichtlich ist, wo man hin muss. Jetzt bin ich aber gerade echt blöd. Ich mach mal hier lauter, ich höre nichts. Jetzt höre ich was. Die epische Musik. Ich bin übrigens Opernsänger. Als Nebenberuf. Verdiene so ein paar Euros. Brauche ich ja nicht, habe ich ja eigentlich nicht nötig. Ich meine, ich bin ja reich. Aber Paparotti macht ja auch Musik. Hä? Was war denn das? Das hat irgendwie seltsam... Ich nutze gerade hier, ich will das Herz. Danke. Ich nutze gerade mal wieder eine neue Fraps-Version, in der Hoffnung, dass ich jetzt nicht mehr mit zwei Programmen aufnehmen muss, sondern mit einem. Bin mal gespannt, ob es asynchron wird. Bis jetzt hatten sämtliche neuen Versionen bei Fraps eine andere Asynchronität. Mal waren sie zu langsam vom Ton, mal zu schnell. Wie das geht, weiß ich auch nicht. Dieses Fraps macht mir jetzt leider so ein paar Hänger, wenn es die Dateien trennt. Vielleicht ist auch einfach die Festplatte wieder im Arsch, ich habe keine Ahnung. So langsam wird mir das technisch auch zu blöd, ich will doch einfach nur spielen. Was, hier schon wieder Wegekreuz? Wer pflanzt hier eigentlich die Bäume so in Reihe und Glied? Ist das hier so eine... Das sieht mir schwer nach einem Geheimgang aus. Hab ich noch eine... ich hab doch bestimmt noch eine... ach scheiße, wie ging das Menü auf? Nicht so. Ging es da? Ja, die möchte ich haben. So. Gut. B. Das ist nicht B. Das ist B. Warum ist das B? Ich habe daneben geworfen. Ich kann es jetzt nicht mehr benutzen, nehme ich an, ne? Ist das Screen abhängig? Kann ich nur einmal im Screen schießen, oder? Ja. Ja, ich hab's doch gewusst. Es ist ein Tempel, wie geil ist das denn? Ich habe einen geheimen Tempel gefunden. Oh, ich bin gerade so sauer. Ich bin total stolz. Ich dachte, ich finde jetzt wieder mal so einen langweiligen Shop, aber dass ich gleich... No, what, wie? In den ganzen... hier... Moment. Moment. Level 8. Ups. Ich habe das Gefühl, dass ich den hier noch nicht entdecken sollte. Und hier ist dunkel. Das sind Schlüssel. Das sind komische... Oh Gott. Oh Gott, mit unsichtbaren Wänden. Nee, das lasse ich. Schön, dass ich ihn entdeckt habe. Merken werde ich mir ihn doch nicht, aber... Oh Gott, nee. Hier muss ich raus. Also, der ist bestimmt irgendwie schaffbar auf meiner Stufe, aber nicht mit meinem Können. Ja, genau, lauf nochmal rein. Das ist mir zu heiß. Level 8 ist mir zu heiß. Nee. Dann habe ich, glaube ich, wirklich den ersten Tempel als erstes gefunden. Ich bin ja ein Fuchs. Ja, give me life. Give me life. Nee, was willst du denn? Was ist das? Ach ja, der Zeitstopp. Bam, 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 bam. Bin ich eigentlich unverwundbar in der Zeit? Ja, ne? Also ich bin jetzt auch, glaube ich, im Gegner reingelaufen, habe nichts abgezogen bekommen. Und schießen können sie auch nicht, das finde ich auch toll. Yay, Items sammeln. Ja. Oh. Ich bin hier echt an der Kante, an der war ich, glaube ich, noch gar nicht. Oder ich kann mich schon wieder nicht dran erinnern. Schon wieder so ein total dämlicher Shop. Die werden bestimmt auch mal wichtig. Boah, ein Herzteil. Oh, jetzt war ich konzentriert auf das Herzteil. Irgendwie muss man bestimmt auch... Oh, Mann. Diese komischen Brücken zum Funktionieren bekommen. Also irgendwie... Oder... Nee, es gab im NES-Teil, soweit ich weiß, noch keine Feder oder irgendwas, womit man springen könnte. Boah. Hm.
so am Wasser entlang laufen gefällt mir ja eigentlich partout gar nicht, wegen diesen blöden Unterwasser-Tauch-U-Boot-Viechern. Genau, du! Ich werde jetzt schon wieder sterben. Das ist so, heute ist so ein Sterbevideo angesagt. Aber da will ich noch hin. Nein, bitte nicht. Ich will wissen, was dahinter ist. Komm schon, lass mich leben. Ich will nur wissen, was dahinter ist. Wenn ich in den Tempel reinkomme, dann ist ja alles okay. Oh Gott. Gib mir irgendwie ein Herz. Ich hasse die Gegner. Herz. Nein, keine Rubine. Herz. Komm schon. Das sieht mir nach einem Geheimgang für einen Tempel aus. Nein. Oh, scheiße. Okay, ich muss einfach... ich versuche den Weg jetzt nachzuvollziehen. Ich war ziemlich weit... Ich war rechts am Rand und dann unten am Rand. Ich muss quasi von der Kante unten links, unten rechts rein. Oder ich gehe einfach hier hin. Was? Ja, geil. Da macht man sich den Weg. Okay, das war einfach nur blöd. Yay. Okay, was muss ich hier machen? Muss ich was schieben? Sieht nicht so aus. Boah, dieser Bogen, der verwirrt mich, weil er nicht aussieht wie ein Bogen, sondern wie die Kralle aus... was war das noch? War irgendein Oracle of Seasons Ages Teil oder beide. Die Game Boy Color Teile jedenfalls. Die hatten... Ach Quatsch. Die hatten genau dieses Symbol wie der Bumerang hier. Hatten die... Das war aber eine Greifkralle, mit der man schwere Sachen wie Steine hochheben konnte. Wegbomben? Ausprobieren. Ich habe ja genug. Sieht aber schlecht aus. Das ist aber merkwürdig. Das schreit doch nach einem Geheimnis. Lässt sich nichts schieben. Ja, schade. Wird's wohl irgendein Item sein, das ich noch nicht hab? Blöd. Echt blöd. Ich war jetzt euphorisch, dass ich wieder was finde. Und gerade wieder so flott wie beim letzten Mal für meine Verhältnisse da durchkomme. Oh! Und Sachen finde. Ich will weg von dem Strand. Ich hasse Strände. Oh Mann, die Hänger sind echt fies. Aber so ist das. Mit so einem Scheiß muss man halt leben, ne? War ich hier schon? Nee. Nee? War ich? Doch, hier kam ich, glaube ich, irgendwann mal her. Ja, hier an der Kreuzung war ich schon. Ah, da habe ich die geheime Höhle freigebombt. In der, glaube ich, das... Ne, oben, oben, hier oben war irgendwo das Master Sword, das man nicht bekommen kann. Wird quasi damit angeteased. Das sind jetzt ein paar viele Steine, um rauszufinden, ob eins davon Geheimgang ist. Aber der sieht mir irgendwie danach aus. Naja. Ignorieren wir mal gekonnt und nachher beiß ich mir einen Arsch, wenn es wirklich war, da was war. Ah, hier ist sogar das, hier, genau hier ist ja der, ist das Master Sword. Master using it and you can have this. Was? Wie? Ich hab's! Ich hab das Master Sword! Warum hatte ich das letzte Mal? Oh Gott! Okay, das verstehe ich nicht. Ich find's aber geil. Also ich find's nicht geil, dass ich das... Ich bin tot. Nein, 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 nein. Continue, ich behalte das Teil, oder? Ich behalte das Teil. Continue. Gib mir mal... Ja! Cool. Okay, ich nehme doch mal an, dass das das Master Sword ist. Jedenfalls habe ich es bekommen. So früh schon? Vielleicht ist es auch nur ein besseres Schwert und ich bekomme Master Sword nochmal irgendwo. Keine Ahnung. Aber... Naja, eigentlich Master Sword, blauer Griff. Doch, passt eigentlich schon. Naja, okay. Ich will mich auch nicht beschweren, wenn es jetzt wirklich das Master Sword ist, nur ich wundere mich, dass ich es so früh bekommen habe. Aber noch mehr wundere ich mich einfach, dass ich es beim letzten Mal nicht bekommen habe, obwohl ich doch auch drüber gelaufen bin. Also ich habe ja nichts anders gemacht. Seltsam, seltsam. Aber gut, das ist das Nest. Mit solchen Absonderheiten muss man da leben. Macht ja auch den Reiz aus. Heutzutage nennt man es Bugs, damals nannte man es Feature. Aber das Master Sword bringt mich jetzt rein erfolgstechnisch nicht wirklich weiter. Na gut, ich könnte es jetzt versuchen mit dem
dem Level 8er Dungeon, aber ich glaube, das hat immer noch keinen Zwieback. Oh, verdammt. Ja, toll, beim letzten Gegner wirft er eine Zeitdingens raus. Aber jetzt gehen halt auch blaue Gegner relativ problemlos klein. Das ist schon, das ist eine feine Sache. Und ich sammle so langsam Geld, das heißt, eigentlich könnte ich so langsam Richtung... Oh Gott, was mache ich denn? So langsam Richtung... Ich hasse diese Fliegeviecher. Richtung alte Frau, die Geld von mir will, gehen. Und die mal fragen, ob sie für mehr Geld mir irgendwas Sinnvolles erzählen kann. Gibst du mir ein Herz? Nee. Was gab's hier? Hier gab's gar nichts. Okay. Überraschend. Aber, ja. Gut, ist ja eben sein Bier, ne? Dann gibst du mir halt nichts. Autsch! Wie jetzt? Hä? Wieso? Ich bin... hä? Ich bin an der Statue gestorben. Okay, auf meinen imaginären Hirnzettel kommt jetzt drauf, nicht an Statue laufen, das tut weh. Oh, scheiße. Oh, eine Fee. Jetzt bleib doch stehen. Warum fliegen die Feen eigentlich von mir weg, wenn sie doch wissen, warum ich... Moment.